Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crystal Dragon. Wir wollten eigentlich jetzt gerade looten, aber Spiel hat anderes vor. Ups. Licht. Scheiße. Entschuldigung. Licht. Hallo. Licht. Danke. Okay, jetzt ist nur noch das Klacken da. Wow. Okay, dann können wir jetzt looten. So ein Zepter plus 1. Moment, da muss ich erst mal gucken. Multicanus kriegt nämlich, ich glaube, zusätzlich 15% Schaden bei Dolch, Hammer, Axt, Schwert und Keule. Das sieht schwer nach Keule aus, also sollte das passen. Ersetzen wir mal so ein langes Schwert durch eine Keule. Keine Ahnung, was da mehr Schaden macht. Neunundzwanzig klingt schon mal nach dem Angebot. Vor allen Dingen, weil es ja plus 1 ist, sollte das hoffentlich besser sein als ein normales Langschwert. Aber genau, das weiß man nicht. So, dann hätten wir noch ein Beutelchen. Pack mal. Moment, wir machen den. Oh, das ist der neue Beutel, oder? Arzneiflasche. Stell die mal daher und dann lassen wir Bat mal danach gucken. Entseuchen. Okay, wird mitgenommen. Des geistlichen heiliges Symbol. War das nicht auch in Eye of the Beholder auch so, dass dann die geistlichen heilige Symbole hatten und dass das dann auch bei den Überresten dabei lag? Ja, Robe eines Geistlichen. Kann Bat das tragen? Ja, ist aber schlechter. Okay, dann kann es hier bleiben. Dann wird aus Bat kein Geistlicher. Und kleines hölzernes Schild. Oder ist das heilige Symbol was, was wir haben müssen? Wir nehmen es mal mit. So, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt alles geguckt. So, ja, die Roben hatten wir. Scheint die Vollausstattung von Senra zu sein. Okay, es flattert immer noch. Irgendwas ist ausgelaufen. Na gut, also mit dem Zauber müssen wir noch üben, mein lieber Multicanus. Dann machen wir so lange mal hier die Tür klein. Oh, die Zauberkarte hätte ich aber dann doch gerne. Oder halt auch nicht. So, machen wir uns erstmal Kleinholz und dann sehen wir weiter. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich die Tür auch dort aufdrücken, aber wir wissen ja, dass wir Erfahrung bekommen. Multicanus erringt Erfahrung. Sehr schön. Erringen wir auch eine Karte? Nein, erringen wir nicht. Haben wir zumindestens, ja, wahre Sicht ist an. Aber wieso war hier zu? Na naja, gut. Ich habe keinen Knopf gesehen. Behalten wir mal im Hinterkopf. Oh. Ah, Feuerball mitten ins Gesicht. Das können wir übrigens auch. Hallo? Mist, nicht gestorben. Scheibenkleister. So, jetzt aber. Und Bart hat die Erfahrung bekommen, das ist alles, was zählt. So, Multicanus. Können wir bitte eine Karte haben? Das wäre ganz nett. Aha, danke für die Karte. Dafür ist die wahre Sicht, glaube ich, ausgelaufen. So, da wird es noch weitergehen. Dahin haben wir noch eine unerkundete Nische. Was war mit der Tür da? Waren wir da schon? Multicanus? Mal bitte Data an. Da liegt eine Fackel. So, rankuscheln, da ist eine Tür. So, wahre Sicht wäre jetzt essentiell Multicanus. Oder sollen wir einfach niedriger zaubern?
Da kann man die Level der Zauber wählen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt bei der wahren Sicht einen Unterschied macht, außer die Länge des Zaubers. Das steht leider nicht im Handbuch. Steht immer nur was von Dauer. Und bei Schadenszaubern steht da halt dann von bis Schaden, je nachdem, welcher Level der Charakter oder auf welchem Level der Spruch gesprochen wird, so rum. So macht der Satz Sinn. Und ich hätte jetzt gerne, dass Bud die Wand einreißt. Wir sollten bei Gelegenheit mal noch was trinken. Bud, mach mal bitte die Tür kaputt. Aha, so. Tür kaputt und es flattert immer noch. So, da gibt es nichts zu holen. Wahre Sicht haben wir an, ja. Das Geflatter wird wieder lauter. Ich finde dieses Geflatter total gruselig. Sowas von gruselig. Okay, dann schauen wir uns erstmal noch links, da Richtung der Nische. Eine tote Ratte. Wir haben gerade Platz. Mitnehmen. So, es hat Bumm gemacht. Könnte hier gewesen sein. Hä, Moment mal. Die Nische ist in der Wand drin. Da stimmt irgendwas nicht. Die Wand da muss weg. Moment mal, wo war jetzt der Knopf? Da. Nee, den konnte man nur einmal drücken. Ha. Also, entweder muss die Wand, obwohl die Wand, da ist die Tür dran. Ich denke mal, dass die Wand irgendwie weggeht. Aber wir müssen noch rausfinden, wie. Okay. Immer mal wieder nach Knöpfen gucken. Die sind echt nicht so richtig gut zu sehen. Okay, da gehen wir noch rein. Ich schau mal noch, ob unter der Fackel noch was liegt. Ah! Ha! Holzauge, sei wachsam. So. Ah, jetzt ist die Nische frei. Okay, dann gehen wir dort zuerst mal hingucken. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Schon wieder so ein Edelstein. Aber grün hatten wir doch, glaube ich, schon. Bart, kannst du noch irgendwas dazu sagen? Zur Not einfach, dass es ein grüner Edelstein ist. Das wäre auch recht. Obwohl, wenn es ein grüner Edelstein wäre, hätte er es, glaube ich, direkt schon erkannt. Weil ich das Gefühl habe, dass wenn er was schon mal in den Fingern hatte, erkennt das auch direkt wieder. Ah ja, jetzt hat er es geschafft. Ah, so wird dann Schuh draus. Ist ein Luftedelstein. Und wir hatten doch, war das die Luftrolle, die mit uns nach unten gefallen ist, oder war das ein anderes Element? Nee, das ist die Erdenrolle Kraft. Wir hatten noch irgendwo ein Pergament. Wo habe ich denn das schon wieder hingesteckt? Da. Das war Wasser. Dass das dann auf die Elemente abzielt. Kannst du zu dem Schädel eigentlich auch noch irgendwas sagen? Gehört er jemandem? Weil da des Lanzenträgers ist halt so ohne Name einfach. Und des Lanzenträgers ist noch nicht mal eine Klasse. Deswegen denke ich, dass das vielleicht irgendwas Besonderes ist. Und deswegen würde ich gerne wissen. Das ist auch Schädel eines Lanzenträgers. Dann würde ich das gerne mitnehmen. Okay. Wir merken uns einfach mal Wasser. Beziehungsweise ich schreibe das mal auf. Wasser gehört dahin, wo kein Pergament mehr liegt.
So, dann können wir nämlich dort dann den Luftedelstein hinpacken. Zumindest in den Inventarplatz. Das ist der Knopf, den wir schon hatten. Okay, wir kommen vorwärts. Wir kommen vorwärts. So, Mutikanos muss bitte vorrennen mit wahrer Sicht. Karte. So, dann waren wir hier unterwegs. Nicht da, wo ich hin wollte. Nicht wirklich. Okay. Zurück und hier ums Eck und dann Richtung Fackel. Entschuldigung. Oh Mann. Das sieht verdammt nach Teleporter aus. Bevor wir da Experimente machen, schauen wir nochmal hier ums Eck. Und schauen dann nochmal nach der Tür, bevor das eine Reise ohne Wiederkehr wird. Können wir den Teleporter irgendwie auf der Karte haben? Falls es einer ist. Ein F. Wir nennen es mal Teleporter. Ob es wirklich einer ist, finden wir noch raus. So, wahre Sicht ist an. So, dann haben wir hier alles aufgedeckt. Dann gehen wir noch zur Tür. Und komm hoffentlich zu der Nische noch. Und, da hinten war auch noch offen. War das vorher schon offen? Ich verliere den Überblick. So, jetzt rechts. Und. Ah, nicht ganz. Da wollten wir hin. Ah, okay, das könnte dann nochmal irgend so ein Edelstein sein. Bart, sag mal bitte was dazu. Und wir sollten so langsam mal was trinken. So, Bart hat identifiziert einen Erdedelstein. Jo, da wird ein Schuh draus. So, Wasser. Gluck, gluck, gluck. So, sollte ich dann in der Pause mal nochmal nachfassen. So, jetzt haben wir zwei von den Edelstein-Dingern. Da haben wir zwei Stück. Okay, alles klar. Da habe ich einen Knopf. Hä? Ich dachte gerade, ich hätte einen Knopf gesehen. Nein, habe ich nicht. Okay, dann hier mal noch die Tür eintreten. Multikanos. Du Erfahrungspunkte, Egoist. So, noch Essen produzieren. Und irgendwo einstecken. Noch irgendwo noch Platz für eine Ratte haben. Da. So, das Inventarsystem ist nicht ganz so abenteuerlich wie Ultima 7 zum Beispiel, aber ist auch eine Herausforderung. Aber da, zu der Nische kommen wir jetzt erstmal nicht. Dann sollten wir vielleicht dann doch mal in den Teleport oder den potenziellen Teleporter reinsteigen. Denn wahre Sicht ist ja, ja, wahre Sicht ist an. Richtung Fackel. Ja, genau, da war's. So. Ja, es war ein Teleporter. Und ich habe eine grobe Vorstellung, wo wir sind. Denn da hinten ist was Buntes. Und die Karte war aus. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ah, hier war das mit den Nischen. Okay, wie kommen wir dahin, wo wir waren? Oh mein Gott, Spiel. Geh nie wieder in Teleporter rein. Wie kamen wir dorthin? Sind wir irgendwo runtergefallen?
Da ist das Loch, mit dem wir nach unten können. Da ist die Einbahnstraße. Wir können gerade mal noch Wasser tanken, wenn wir schon mal hier sind. So, Wasserflasche voll. Sehr schön. Aber wenigstens das erledigt. So, wohin gehen wir jetzt? Schau mal links nach. Ah, ja. Ja, es flattert. Ja, wir sind hier richtig. Jo, hier wollte ich hin. Sehr schön. Und diesmal bitte nicht runterfallen. So, zuerst mal um die Fledermaus kümmern. Kommen Sie mal bitte ran. Hau die mal bitte aus der Luft. Ich will nicht wieder runterfallen. Scheiße. Mann, Entschuldigung. Komm, Loch. Geh, Loch. Scheiße. Egal, hat funktioniert. Zwar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ist okay. So, wir haben einen Erdstein und einen Luftstein. Erde, Luft. Erde, Luft. Erde, Luft. So, zack. Erde. Erde. Und Gas geben. Kurz Dusche hat man. Erfolg feiern. Hat das jetzt eigentlich geklackt, als ich das reingelegt habe? Ich habe nicht drauf geachtet. Also ich habe zumindest mal das Gefühl, dass wir was richtig gemacht haben. Das ist alles, was zählt. So, dann war das da hinten, war dann die Wassernische und wir haben noch Luft übrig. Dann schauen wir uns mal weiter um. Mann, wieso erschrecke ich immer so? Stimmt, das war das Loch, das die Richtung wechselt. Ja, Bad, ich helfe dir. Wow. Das ist übel. Da, Prösterchen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich zuck dann richtig zusammen. Das ist richtig übel. Okay, wir können ja den Teleporter wieder nehmen und dann finde ich den Weg. Alles klar. Herz, beruhig dich bitte. Es ist nichts passiert. Wir sind nur runtergefallen. Und Bud hat sich wehgetan. Aber Bud geht's wieder gut. Also mach dir keine Sorgen und alles wird gut. Eieiei. Da ist der Teleporter, so hoch da. Und dann gehen wir hinter uns die Tür runter, nee, die Treppe hoch. Und dann da hinten runter und dann sind wir wieder da, wo wir hin wollten. Und fallen diesmal bitte nicht runter. Essen. Halt. Wir haben genug Essen. Moment. Konzentration. Wahre Sicht ist ausgelaufen. So, und das war, glaube ich, das, was die Richtung wechselt. Und das war ja Wasser. Dann gehen wir zuerst mal diesmal da lang. Gehen wir dem Problem einfach aus dem Weg. Nein, das ist jetzt ga ganz schlechter Moment, um das Licht auszumachen. Multiganus. Du machst mich wahnsinnig. Junge. Mach mir doch nicht das Licht aus. Das war Kacke. Böser Multikanus. Böse. Mann. Zumindest hat sich keiner verletzt. So, hinter uns die Treppe runter und dann die Ratte ignorieren und dann darunter. Wow. So, und jetzt konzentrieren. Licht bleibt jetzt bitte an. Sonst wirst du auf Diät gesetzt oder so. Keine Ahnung. Ich tue dann irgendwas mit dir. Aber bin ich jetzt richtig rausgelaufen? Nee, eben nicht. Scheibenkleister. Okay, dann nochmal. Man kann leider das Licht auch nicht nachbuffen, bevor es ausgelaufen ist. Sonst würden wir das ständig machen. So. Wir gehen mal kurz ums Eck.
Kommt die Fledermaus zu uns? Bart, wo hast denn du überhaupt deine Waffe hingemacht? Bart, wo ist die Waffe hin? Hä? Wo ist seine Waffe hin? Diese und andere Fragen. Bart, wo hast denn du dein Schwert gelassen? Die macht mich alle wahnsinnig. So. Nein, das wechselt die Richtung. Scheinkaster. Feuer. Haben wir nicht. Scheiße. Mann. Entschuldigung. Mann. Hat sich irgendjemand was getan? Da verlieren wir Waffen, wenn wir runterfallen? Wo sind wir das letzte Mal runtergesegelt? Dann nimm mal vorerst mal... Ah ne, da ist ja noch ein Schwert. Langschwert? Ah, Langschwert kann er auch, okay. Okay. Dann nochmal zurück. Boah. Zack. Umdrehen, zack. Und da und zack. So, Feuer war das. Das heißt, wir müssen dahin, wo wir noch nicht waren. Und vor allen Dingen fehlt uns dann noch wahrscheinlich ein Edelstein. Wird zumindest Sinn machen. Also müsste Feuer dann hier hinten sein. Da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Okay. Da war Wasser, Feuer. Wasser, Feuer. Merken. So, kommst du wieder zurück oder nicht? Okay. So, dann ist das, glaube ich, das Feuerding. Und das wechselt da hinten die Richtung. Ja. Das war so knapp. Das war richtig knapp. Hat aber funktioniert. Okay. Weiter geht's. Hi. Komm mal bitte zu uns. Bart hätte ein paar Wurfgeschosse für dich. Na gut, das hat nicht so ganz gereicht. Jetzt hat's gereicht. So, dann gehe ich davon aus, dass das jetzt Luft ist. Zuerst mal gucken, was das Ding da macht. Okay, das geht einfach gegen den Uhrzeigersinn. Okay, wir laufen mit. Gucken schnell drauf. Ja, Luft. Zack. Zack. Ja, es hat Klack gemacht. Puh, kurz durchatmen. Karte gucken. Ja, aber irgendwie fehlen uns noch zwei von den Dingern. Feuer und Wasser fehlt noch. Okay, die müssen wir dann auch noch irgendwo herbekommen. Ich habe zwar noch keinen blassen Schimmer woher, aber das ist erstmal jetzt egal. Was war dieses... Ah, das Boing, das ist glaube ich das Spawn... Geräusch für Gegner. Das kennen wir aus dem anderen Level, wo die Wache immer wieder in einem Raum gespawnt ist und uns dann die Tür aufgemacht hat. Ich glaube, daher kennen wir das Geräusch. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Wahre Sicht, Waffen und ums Eck gehen. So, Bart, hau die bitte aus den Flügeln. Sehr schön. Okay, dann haben wir... Ich denke mal, dass hier auch eine Wand ist. Ja, dann gehen wir wieder zur Treppe zurück. Können wir eigentlich auch so ein bewegendes Loch runtersteigen mit einem Seil? Wo ist denn unser Seil? Da ist das Seil.
Karte ausgegangen. Ich schau mal, wenn das Loch vorbeikommt, ob wir von hier aus runtersteigen können. Ja, können wir. Okay. Test erfolgreich. Zack. So, was war ausgelaufen? Die Karte war ausgelaufen. Karte ist Erde. Zack. Karte ist wieder da. Wir schauen. Ja, wie gesagt, da die Nische, da würde ich noch gerne hin. Also habe ich wahrscheinlich irgendwo einen Knopf übersehen. Oder wir kommen sonst irgendwie. Also hier haben wir nur den Teleporter als Ausgang. Gut, dann schicke ich euch in die Pause und ich schaue mir noch mal ein paar Wände genauer an und hoffe, dass ich was finde. Also, bis gleich.